Was ist mit dem Typen los? Na, komm her. Ich hoffe, ich kann dich fertig machen. Exoplasma. Und ja, du absorbierst alles. Wie soll ich dich denn dann fertig machen? Das ist Level 86. Hilfe. Ja. Ich bin erfordert mit dem Gegner hier. Was zum? What? Der hat sich aufgeteilt. Was? Muss ich die fertig machen oder wie? Ich merke gerade, der hat 1 Million AP. Ich verstehe es nicht. Du bist gegen alles resistent, du bist gegen Feuer. Warte mal, jetzt kann ich dich angreifen. Nee, kann ich nicht. Was? Ey. Du bist schwach gegen Feuer. Komm mal her. Ja, irgendwie das Viech, das stärkste Viech, das wir bis jetzt bekämpfen konnten. Komm mal her. Hey, was? Hilfe! Aber ich bringe das Waffe, wenn die ganzen Viecher ja erledigen. Wem bin ich überhaupt verbunden mit? Elvin, okay. Vielleicht verliert er ja immer wieder ein bisschen maximal KP. Ich weiß es nicht. So. Jetzt du. Wow, irgendwie hat das Viech gerade voll viel Schaden gedrückt. Verkommen. So, jetzt greif mal dich mal an damit. Ja, du bekommst ja gar keinen Schaden. Du bekommst ja keinen elementaren Schaden oder irgendwie sowas. Brichst mal wieder. Das was? Egal. Keine Ahnung. Und jetzt absorbierst du wieder alles, ne? Da, du verlierst KP. So, hört auf, den anzugreifen. Okay, ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich weiß, wie man den erledigt. Solange ihr nicht auf ihn die ganze Zeit losgeht, ist alles in Ordnung. Oh man, das ist ja richtig kompliziert, der Kampf. Du, wo bist du? Ich brauche wieder Dingens. Wasser. Hier. Mixer. Ich hoffe, er geht nicht die ganze Zeit auf ihn los, ne? Das wäre richtig nervig. Ja, ein paar Treffer wieder wahrscheinlich abbekommen, ist klar. Das wird nervig. Ja, der hat schon wieder ein bisschen AP dazu bekommen. Wäre ich nicht toll. Na. Nein, geh weg. Den dürfen wir gar nicht angreifen, das ist ja richtig kacke. Hilfe! Was? Feuer. Da habe ich doch. Nee, ich habe Dings. Verdammt. Ja. Na komm. Im Wind bist du anfällig, sehr gut. Oh.
Ja, ich treffe den die ganze Zeit hier. Mein Gott, ist der Gegner ist nervig. Den finde ich richtig nervig. Ma. Ja, der, genau. Mann, ich habe ihn schon wieder ein bisschen geheilt. Du sollst die Waffe wechseln, du sollst Dingens einsetzen, verdammt. Ma. Was hat denn für ein Dreck? Ma. Kommen mir noch nicht die ganze Zeit in die Quere. Boah. Ja, was soll ich denn gegen den machen, wenn der die ganze Zeit so einen Dreck macht? So, jetzt bleibt draußen. So, du teilst dich jetzt wieder auf, ne? Bitte. Ja, das kann aber richtig blöd werden dann. Das ist ein richtig nervtötender Kampf bis jetzt. Oh. Aber der ist machbar. So, jetzt du. Bei dem mache ich jetzt Dackel die ganze Zeit. Bam. So einfach geht das. So, bitte eine, darf mir nicht in die Quere kommen. Macht er aber. So, jetzt haltet er sich da auf, ne? Ja, wie soll ich denn den am Ende erledigen? So, na? Mein Gott, sieht das viel ab. So, TP. Mein Gott, das ist ein nerviger Gegner. Bei dem schaffen wir. Ich hab's zwar schon oft gesagt, aber ja, ist so. So, komm mal her. Der eine kommt mir immer dazwischen, das ist ein bisschen nervig. Da heilen wir ihn immer unnötig. War ein nerviger Kampf. Sehr gut. So, du. Oh, meine TP. Jetzt treffen wir ihn einen wieder, verdammt. Geh mir aus dem Weg. Obwohl der ist nicht schlimm. So, achso, upsala. Wollte ich gar nicht. Egal. Doch, wollte ich. Den Angriff wollte ich sowas von. So, und jetzt den einmal. Unnötigen Schaden reinhauen. Meine Güte, was ein Kampf. Das ist jetzt der schwerste Kampf, finde ich. Ach man, hör auf damit. Jetzt nicht schon. Ja. Geh aus dem Weg. Wie ich fall an ihm vorbeischieße, sehr gut. So, immer schön auf den, immer schön auf den. Immer schön auf ihn, immer schön auf ihn. Du, verpiss dich. Lass mir ihn so lange
unterdrücken, bis er irgendwann zu wenig hat, ne? Ah. Geh mal weg, ey. Lass mich in Ruhe. So. Ey, was ein Kampf bis jetzt. Und dann haben wir ihn auch wenigstens mal erledigt. Ah. Sieht so behämmert aus, wie der angreift, ne? Hilfe! Nicht auf mich! Nicht auf mich! Obwohl doch auf mich, du! Du bist der eine. Ich kann euch nicht unter auseinanderhalten, das ist ein bisschen nervig. Boah, ich finde das so nervig, dass der sich in eine Erde einbohren kann. Hey! Das sieht sehr athletisch aus und graziös. So, geh mir aus dem Weg, anderer Typ. Jetzt haben wir den wieder ein ganz Stückchen geheilt, Mann. Mann, geh doch mal weg von mir. Knöpft der Jude vor oder so. So, der eine soll mir nicht zu nahe kommen. Au, au. Ach, du bist wieder okay. Mal ein bisschen da TP heilen, danke. Ja, so gut hat die aber nicht. Hä? Wieso den? Nein, nicht den. Boah. Das sieht so behämmert aus, wieder angreift, ne? Ja, ich brauche TP. Weil dafür, dass er so eine riesige Angriffskraft hat, zieht er verdammt wenig ab. Man teilt sie sich dann auch immer wieder auf. So, na? Weil der Part könnte richtig lang werden, habe ich so das Gefühl. Vielleicht werde ich den Kampf irgendwie extra nochmal schneiden oder so. Mit der Poker-Part aber verdammt kurz. Ah! Ich glaube, zu den Pistolen zu wechseln war gar nicht mal so eine schlechte Idee. Ja. Na? Ja, ein bisschen bekommt der Dämon ab. Ist er gar nicht, okay. Auch mit einem Beanhard aussehenden Angriff. Boah. Nein, jetzt ist schon wieder eingebohrt, Mann. Boah, geh doch mal weg. Ey, der mit seinem scheiß Angriff, ne? Ich kann doch meinen Komatus einsetzen, ne? Aber dann müsst ihr auch neutralen Schaden abziehen, aber boah, lässt du mich mal in Ruhe? Ey, der macht jetzt nur diesen Angriff, kann das sein? So. Heil mich mal, ich muss wieder ein paar TP regenerieren. So, komm mal her. Ey, der... Wie der sich die ganze Zeit so rumdreht, wie so ein Kreis. So. Er trägt mich so auf langsam. Kannst du mal aufhören damit? Den einen kriege ich immer voll schnell down, aber den anderen nicht. Boah, jetzt fängt er schon damit an. Ey. Kennt ihr, wenn irgendwelche Animationen oder so voll die, keine Ahnung, weil sie Hassgefühle und so in einen hervorrufen. Das ist bei der Dragon Quest Serie bei mir irgendwie so. Beim achten Teil oder so. Keine Ahnung, ich reg das irgendwie so auf, dass alle Viecher irgendwie da am Grinsen sind oder so. Er tut irgendwie so ein paar Synapsen von mir umschalten, die mich aufregen.
So, verreck bitte. Verreck. Sie haben eine Flamme da unten, du kannst mir nicht entkommen. Oh. Na warte, wenn du jetzt hier hochkommst, ne? Wir sowas von dran. Der ist dann alles ausgerichtet, beinahe. Okay, euch geht's gut, okay. Aber teile ich mal wieder auf, danke. Du musst immer die Hälfte aufteilen, okay, das ist gut. Zack. Boah, war echt der schissenste Kampf bisher. Aber irgendwie auch der witzigste. Hilfe! Okay, den anderen heile ich hier hin und wieder ein bisschen, aber egal. So. Oh Gott, Jules. Vielleicht habe ich gehört. So, die habe ich wieder ein bisschen mal abgezogen. Zum Glück sind Mystic Arts auch neutral. Jetzt schon wieder Items angesetzt. Oh, sehr gut. Warte, dich haben wir gleich. Vor allem der eine setzt doch immer den Angriff ein, der andere setzt mal den Angriff ein. Ich sehe ihn dann schon wieder umkreisen. Okay, den haben wir. So, du rollst. Boah. Ich sag's auch noch und dann macht er es natürlich. Okay, der geht die ganze Zeit auf Elise los anscheinend, aber dann ist er wenigstens nicht bei uns im Weg. Ja gut. Hey, na? Mr. 1 HP. Komm mal her. Wie? Sag mir nicht, ich habe das umsonst eingesetzt, ey. Danke. Ja. Na, und bist du dran? Was? Er hat sich nochmal aufgeteilt, was? Was ist das denn? Hey, come on, really? We got him. Hey, come on. Warum ist denn er immer noch nicht tot, ey? Na, warte. So, der ist jetzt weg, oder? Der hat sich schon. Was? Hör auf damit! Ich muss die beide auf einmal töten, kann das sein? Kein Problem. Oh, verdammt. Los, töte ihn! Oh mein Gott. Das war ein Kampf. Getting stronger. Guess who just got stronger? I'll keep getting better. Mein Gott, das war ein Kampf. Oh meine Güte, ey. Ist da eigentlich noch was? Weiß ich nicht. Boah. Ab nach Triglav. Okay, den Part werde ich wahrscheinlich in zwei teilen. Mal gucken. 15 Minuten Pokerabend, dann Exoplasma. Es ist definitiv viel zu wenig Geld, das wir dafür bekommen haben. Okay, dann werde ich wahrscheinlich offscreen das hier sammeln, das Zeug, hier die Viecher erledigen, wahrscheinlich auch abgeben, mal gucken. Hey, jetzt muss ich nur 5 von denen erledigen. Na gut. I find them quite disturbing. Ja, Gaius. Dann werde ich natürlich auch ein bisschen pokern. Aber erstmal gehen wir wieder ein bisschen Geld ab. Nova Teluger, come in,
Na, gucken wir mal, ich kann da noch ein paar Jahre nehmen, meine Katze. Ich kann ein paar goldene Frische noch verkaufen. Und ich auch noch wieder ein bisschen was reinscherbeln in die gute Nova. Mal gucken. Ja, 14.000 haben wir da noch. Diese Cantarellas und so. Müsste ich da auch ganz viele haben von. Anscheinend nicht. Hier. Ja, hier. Und nochmal 100.000. Nochmal 100.000. It's about your loan payment, right? Might sound funny coming from me, but money really. Schade. Na komm schon, irgendwas muss ich doch noch hier verkaufen können. Hier Purizid und all sowas. Weg damit. Jetzt tue ich wieder hier alles jeden Cent hier umdrehen, ne? Ich tue das sowieso in zwei Parts einteilen, also. So. Jetzt mal das schon mal wieder. Ich möchte auf 7 Millionen jetzt noch hier abrunden. Weiß ich nicht. Hier, diese Dinger, die bekomme ich oft immer. Quarzklotz können wir verballern. Wir freuen das zu wenig. Das lohnt sich nicht. Mal hier von ein paar. Ein paar möchte ich noch übrig lassen. Wo ich die wahrscheinlich nie brauchen werde, aber egal. Feinstes Feld, nee. Ich baue ja mal noch welche, um so Sachen herzustellen. So, kann ich noch irgendwie so Ausrüstung und so verkaufen, die ich doppelt habe? Gut wäre, das kann ich nicht gebrauchen. Das auch nicht. Das auch nicht. Also nicht zweimal. Das bringt nichts. Habe ich Waffen zweimal? Ich brauche nicht zwei von einer Waffe. Verdammt, habe ich auch nicht. Ja, Elementerz, das brauche ich nicht mehr. Brauche ich nicht mehr. Zack. Wir sind wieder hier. weiß ich nicht. Komm, irgendwas Teureres. Mal ganz oft haben. Ja, zack. Und zack. So. Wer das lohnt sich jetzt? So, dann gucken wir mal, was wir noch dafür bekommen haben. Das war falsch. So, jetzt. Mir hat sich nicht gelohnt. Ein Freundschaftstrank. Zauberwirka. Zauberschub, okay. Weiß ich nicht. Hat sich das gelohnt? Zauberschub. Je weniger TP dir verbleiben, desto stärker werden deine Arts. Bist du doppelt so stark. Das ist gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Aber, ja. Lass mal. Ja, na gut, dann habe ich jetzt 40 Minuten gleich aufgenommen. Wird definitiv in zwei Parts gespaltet. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.